Moin Leute, was geht? Mein Name ist JudoGamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu Teil Nummer 2 von Fallout 3 auf der PlayStation 3 vom YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. So, was habe ich hier? Brauche Hilfe, Barcup-Layer. Was ist los? Wenn du Hilfe brauchst beim Let's Playen oder irgendwie... Du musst am Unterricht teilnehmen. Und schreib mich einfach an, schreib dein Problem auf der PS3. Du hast einen GOAT. Ich werde es versuchen zu beantworten. Und jetzt geht es weiter. Hey, das ist nicht meine Entscheidung. Das sind die Regeln. Komm. Mach's gut, mein Sohn. So, wir müssen jetzt eine Art Test machen. So. Hey, 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 Kumpel. Viel Glück beim GOAT, Kumpel. Aha, beim GOAT. Aus dem Weg, ihr blöden Tunnelschlangen. Ich kann dir mal eine richtige Tunnelschlange zeigen, Amata. Moin, moin. Lass mich hier schnell weg. Warum lässt du mich nicht einfach... Ich setze mich hier gleich hin. Nun, Sie haben es... Oh, ich fühle mich krank, Mr. B. Schätze, ich muss den Termin verschieben. Klar, ich bin bereit. Ich wette, das schaffe ich mit links. Was soll das? Muss ich diesen dummen Test echt machen? Was gibt's denn hier für Auswahlmöglichkeiten? Ich glaube, ich mache den Geotar einfach selbst und sehe, wie es geht. So, ich muss hier so eine Art Test machen. Ist sowas wie ein Hauptschulabschluss sozusagen. Schauen wir uns den mal an. So, jetzt setzen sich alle. Viel Glück beim GOAT. Dankeschön. Moin, moin. Nun, jetzt wo alle den Klassenraum gefunden haben, können wir ja endlich beginnen. Bitte quatschen Sie nicht und halten Sie Ihre Augen auf sich selbst gerichtet. Ja, ich spreche mit Ihnen, Mr. Deloria. Oh. Alles klar, Mr. Brudge. Es sei denn, es hat doch jemand anders aufschlussreiche Kommentare. Dann können wir beginnen. Frage 1. Ein hektischer Vault-Wissenschaftler läuft auf Sie zu und schreit, ich werde meinen Quantenharmonisator in Ihre Photonenresonanzkammer stecken. Wie lautet Ihre Antwort? Ja. Nehmen wir das. Frage 2. Während Ihrer Tätigkeit als Praktikant in der Klinik stolpert ein Patient mit einer seltsamen Fußinfektion durch die Tür. Die Infektion breitet sich mit alarmierender Geschwindigkeit aus, aber der Doktor ist mal eben rausgegangen. Was tun Sie? Ja, was ruhig, amputieren Frage Fuß. Frage 3. Ist doch ganz Sie klar. Entdecken einen jungen Burschen auf den unteren Ebenen der Vault. Er hat Hunger und fürchtet sich, ist aber scheinbar im Besitz gestohlenen Eigentums. Was tun Sie? Ja, ist alles in Ordnung, ich umarme ihn einfach. Frage 4. Ja, moin, moin. Sie mir haben egal. Es in eines der Vault 101 Baseball-Teams geschafft. Oh. Welche Position bevorzugen Sie? Was, Hitler? Frage 5. Ihre Großmutter lädt Sie zum Abendessen ein, reicht Ihnen dann aber eine Pistole und befiehlt Ihnen, einen anderen Vault-Bewohner zu töten. Aha, was einen anderen Vault-Bewohner töten. Sie schütten Ihrer Großmutter den Tee ins Gesicht. Frage 6. Der alte Mr. Abernathy hat sich mal wieder in seinem Quartier eingeschlossen und Sie haben die Aufgabe, ihn rauszuholen. Wie gehen Sie vor? Jo, dann lasse ich ihn mal verrotten, würde ich sagen. Oh nein, Sie wurden der Strahlung ausgesetzt und aus Ihrem Bauch wächst Was? Eine mutierte Was? Aus meinem Hand. Bauch wächst ein Penis? Welche Therapie eignet sich hier Nein. am besten? Ach du Scheiße, was machen wir da? Mit einer Kugel in den Kopf, würde ich mal sagen. Frage 8. Ein Bewohner der Vault 101 ist im Besitz eines Grognack der Barbar-Comic-Bands, erste Ausgabe. Oh. Sie wollen ihn unbedingt haben. Wie bringen Sie es am besten in Ihren Besitz? Sie schleichen ins Quartier des Ansässigen und stehlen ihm den Comic-Band vom Schreibtisch. Ist doch ganz klar. Frage 9. Sie entscheiden, es wäre lustig, Ihrem Vater einen Streich zu spielen. Sie schleichen sich ungesehen in seine Privaträume und... Frage 10. Wer ist unbestreitbar die wichtigste Person in Vault 101?
Er, der uns vor der Strenge des atomaren Ödlandes beschützt, und dem wir alles zu verdanken haben, was wir haben. Es wird Zeit, dass wir bald aus dieser Welt ausbrechen und in das Ödland der Hauptstadt. Der Aufseher, wer sonst? Allesamt, dass wir bald in das Ödland der Hauptstadt gehen. Der berüchtigte GOAT. Ja. Und dann werden wir Mutanten sehen, Zombies und mit Shotguns und mit Maschinenpistolen Leute wegballern, Zombies in die Ghoulstadt gehen. Vergessen Sie nicht, Ihre Tests einzureichen, bevor Sie gehen. Sie wollen wirklich nicht wissen, was mit denen geschieht. Herrlich. Aber jetzt sind wir leider noch in der Klasse und können leider noch nicht so viel machen. Zu beten, je nach persönlicher Lage. So, aber es war ein guter Test. Vorsicht. So, der Boden, da jetzt schauen wir mal. Ich glaube, ich muss jetzt nochmal zurück. Moin, moin, Mr. Botsch. Offenbar sind Sie... Aha, Nahkampf, Sprengkopf, Nahkampf. Oh ja, Nahkampf ist immer gut, kleine Waffen. Das ist sowieso gut. Fertig. Ja, dankeschön. Haut rein. So, 6 Minuten 10 schon. Boah. Naja, komm, 40 Sekunden hauen wir noch drauf. Aber dann ist auch schon vorbei. 3 Jahre sind jetzt vergangen. Du solltest diese Dinge wissen. Ich werde nicht ewig da sein, um deine Hand zu halten. Na los, du musst endlich auf. Was ist los, Amata? Du musst weg von hier. Dein Papa ist weg und die Leute meines Vaters suchen nach dir. Hörst du mir nicht zu? Mein Vater ist völlig ausgerastet. Ich habe ihn noch nie so gesehen. Mhm. What the fuck, was? Hier ist irgendwas passiert. Mal ganz schnell hier wegmachen. Bla bla bla. Ja, ist in Ordnung. Knarren nehmen wir mit. Luftgewehr. Treffen, Pistole. Wunderbar. Guck mal. Fallout 3 kann er erst richtig loslegen. Seid dabei in Part Nummer 3.